In der Bibel steht in Johannes Kapitel 1, Vers 32 geschrieben: Und Johannes zeugte und sprach: An der Nase des Mannes erkennt man seinen Johannes. Und wenn die Bibel das schon sagt, dann muss da ja was dran sein. Also heißt es mittlerweile schon seit Jahren bei Open-World-Spielen, wer hat den größten? Nee, wer hat die größte? Nämlich die größte Karte. Zelda Breath of the Wild ist mit 61,2 Quadratkilometern 14 Mal größer als Twilight Princess und 43 Mal größer als Ocarina of Time. Assassin's Creed Origins haut mit rund 120 Quadratkilometern sogar noch mehr raus und Ghost Recon Wildlands wedelt mit über 400 Quadratkilometern Fläche um eure Aufmerksamkeit. Okay, diese absurd großen Spielwiesen sind toll und sehen auch fantastisch aus. Trotzdem ist Größe nun mal nicht alles. Und die erkennt man nebenbei bemerkt auch gar nicht an der Nasengröße. Manchmal ist weniger viel mehr und keine andere Serie zeigt das so perfekt wie Yakuza. Besonders am ersten Teil bzw. dessen Remake Kiwami könnt ihr perfekt sehen, warum Größe nicht gleichbedeutend mit der Qualität einer Spielwelt ist. Im Gegensatz zu den superpotenten Karten am Anfang fällt die hier sehr klein aus. Ihr benötigt keine 5 Minuten, um von einem Ende zum anderen zu laufen. Und das hat 4 ganz direkte und praktische Auswirkungen. Für Nummer 1 schnappe ich mir nochmal Ghost Recon Wildlands und setze euch hier aus. So. Und? Könnt ihr mir jetzt sofort sagen, wo es als nächstes hingehen soll? Oder anders, findet ihr den Weg zum nächsten Dorf, zur nächsten Stadt ohne Probleme und ohne Anzeigen? Bei einer solchen Größe der Spielwelt ist es schlicht unmöglich, sich überall perfekt orientieren zu können. Retro-Gag! Im kleinen Distrikt Kamurocho in Tokio, der übrigens eine fiktive Variation des realen Rotlichtviertels Kabukicho entspricht, ist Verlaufen unmöglich. Natürlich seid ihr in den ersten paar Minuten von den vielen bunten Anzeigen und Läden verwirrt. Aber zum einen dürft ihr zu Beginn nur wenige Gassen erkunden, zum anderen bleibt die Spielwelt klein, kompakt und bietet zahlreiche gute Orientierungspunkte. In einer guten Stunde habt ihr, wenn ihr wollt, wirklich jede Straße besucht und die verschiedenen Bereiche allesamt gesehen. Der Millennium Tower sorgt in der Mitte des Viertels für eine gute Anlaufstelle. Im Westen wartet der markante Theater Square, der Champion District mit seinen verschachtelten Gassen. Im Osten ist ebenfalls ein auffälliger Ort und im Süden liegt der herrlich zugestopfte Krimskramsladen Don Quixote. Die Missionen in dem Gangster-Epos um Yakuza-Anhänger Kazuma Kiryu schicken euch zudem ständig durch alle Straßen und in zahlreiche Gebäude. Obendrauf könnt ihr zwar schnell reisen, aber immer nur an den Rand der Karte. Yakuza Kiwami drängt euch so ganz subtil dazu, einfach mal drauf loszulaufen und Kamurocho auf eigene Faust zu erkunden. Ihr bereist also selbst, wenn ihr es nicht wollt, die gesamte Stadt und blickt irgendwann automatisch nicht mehr auf Mini- oder Maximap. Minimap? Maximap? Minimap? Maximap? Minimap? Maximap? Yeah! Die gerade im Vergleich zu anderen Titeln doch sehr überschaubare offene Karte hat aber noch einen weiteren Vorteil. Denn während in Assassin's Creed Origins ganze Bereiche aus wahnsinnig tollem Sand bestehen und in Ghost Recon Wildlands offenbar nur eine Handvoll Hüttendesigner unterwegs sind, sieht Yakuza überall einzigartig aus. Die kleine Karte macht es möglich, dass die Detailfülle des Viertels wesentlich höher ist, als sie es bei einer 100-mal so großen Welt je sein könnte. Hier strotzt jede Straße nur vor unterschiedlichen Läden, die wiederum allesamt mit zahlreichen realen Artikeln gefüllt und modelliert sind. Selbst kleine Miniparks in den Gassen warten mit Klettergerüsten und Bänken auf. In Sega-Clubs könnt ihr an Greifautomaten oder einer merkwürdig übersexualisierten Form von Schere, Stein, Papier spielen. In einer Bar geht es an den Billardtisch oder an die Dartscheibe. Oder wie wäre es mit einer Runde Bowling? Ha! Und da hört Yakuza Kiwami noch lange nicht auf. Ihr könnt die Einkaufsläden, Restaurants, Kabarettclubs allesamt betreten und nutzen, weil eben nicht hunderte, sondern nur ein paar Quadratkilometer gefüllt werden mussten, strotzt der Bezirk nur so vor Details und interaktiven Möglichkeiten, ohne euch komplett zu überfordern.
Denn der Großteil der Gebäude bleibt verschlossen und die interaktiven Häuser hebt der Titel deutlich hervor. Etwa durch Schilder, Werbebeauftragte davor oder eben durch die Minimap. Doch diese Restriktion tut der dichten Stimmung keinen Abbruch. Denn auf den Straßen laufen Dutzende von Menschen durch Kamurocho. Ihr könnt alltägliche Gespräche im Vorbeigehen belauschen, Nebenquests beim Spazieren bekommen und Gangster wollen euch übrigens auch noch auf die Fresse hauen. Ihr geht in Tokio aus Yakuza keine 2 Meter, ohne etwas Interessantes zu sehen oder zu treffen. Die Stadt wirkt so unheimlich lebendig, drängt euch aber nichts auf, denn ihr könnt die ganzen Details und Nebenbeschäftigungen auch ausblenden und ignorieren. I'm sorry, I wasn't listening. Ow! Ha, ha, ha. Nun, der nächste Punkt geht mit der Fülle an Details einher. Denn eben weil dieses kleine Viertel so schön vollgestopft ist, wirkt es in seinem Rahmen authentisch. Abgesehen von den immer wieder auftretenden zufälligen Schlägereien könnt ihr mit Yakuza Kiwami wirklich in eine abgeänderte Version des echten Tokios entfliehen und die japanische Kultur ein Stückchen näher kennenlernen. Denn Karaoke-Bars oder Baseballhallen sind keine Erfindungen der Entwickler, sondern reale Unterhaltungsorte in der asiatischen Metropole. Auch die diversen Einkaufsläden und Straßenzüge sind nicht fernab der Wirklichkeit. Zu guter Letzt versteht es vor allem Yakuza Kiwami, wie man diese kleine Welt vernünftig einsetzt. Denn zwar habt ihr nach wenigen Minuten die meisten Gebiete schon gesehen, aber das bedeutet nicht, dass der Titel nicht noch ein paar Überraschungen im Ärmel hat. Dafür benutzt er einen ganz simplen Trick. Er deckt in der Kampagne nach und nach mehr Gebiete auf. Ihr könnt zwar diverse Bars, Clubs und Vereine betreten, aber viele Gebäude bleiben erst einmal verschlossen. Erst nach ein paar Stunden öffnet sich zum Beispiel ein gesamter geheimer Park samt Untergrundcasino im Norden. Erst gegen Ende erkundet ihr die Dächer in einer epischen Schlacht. Wie sagte Nier Automata-Entwickler Yoko Taro nochmal gleich? Freedom is in a future that you did not have in the past. The reason why it's in bold and it's in large font is because I think that sentence actually sounds really, really cool. Und genau das macht auch Yakuza. Es weiß ganz genau, dass ihr schnell die Karte erkunden könnt, überbietet aber immer wieder eure Erwartungen an den restlichen Verlauf und gibt euch somit etwas, mit dem ihr gar nicht gerechnet hättet. Surprise, motherfucker! Ach ja, versteht ihr, weil Überraschung und Erwartung, ist ja auch egal. Yakuza Kiwami zeigt ganz deutlich die Stärke einer kleinen Spielwelt. Und das auch so gut wie kein anderer Titel der Yakuza-Reihe. Denn selbst innerhalb der Serie ist es mit seinem einen Viertel eine Ausnahme. In späteren Teilen kommen etliche weitere Gebiete dazu. Ein einziger kleiner Bezirk unterhält Dutzende von Stunden, obwohl ihr in wenigen Minuten über das ganze Gebiet laufen könnt. Gleichzeitig wächst während dieser Zeit eine Verbundenheit zu jeder Gasse der Stadt. Denn ihr lauft immer wieder an den markanten Gebäuden und Orten vorbei, könnt euch nach einiger Zeit auch ohne irgendeine Karte orientieren und euch eigentlich gar nicht mehr verlaufen. Weil gleichzeitig so viele Details in der kleinen Karte stecken und sie sich nach und nach weiter öffnet, wird das zudem nicht eintönig. Ihr habt nicht das Gefühl, eine typische offene Welt abzuklappern, sondern durch eine lebendige und atmende Metropole zu laufen. Etwas, das ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr so leicht machbar ist. Yakuza ist nicht wie GTA, besitzt keine gigantische Open World, sondern konzentriert sich auf einen kleinen und viel dichteren Bereich. Das zeigt vor allem Teil 1 perfekt. Aber das ist natürlich nicht die einzige Stärke der Serie. Yakuza bedeutet, ach, das ist ein Thema für ein anderes Video. So tonight, 何度も, また tonight, ため息つく, そんな日々は, この夜が最後さ。